Hallo liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in einer weiteren Folge Minecraft Captive 4, Folge 34. Oder 35, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Faktum ist, wir haben etwas, ihr habt gerade was gesehen, wir haben gerade einen Erfolg wieder freigeschaltet, der tatsächlich durch Zufall entstanden ist beim Freiräumen der oberen Fläche, da ich dort die Kühe umpositionieren wollte und siehe da, tritt man einmal auf den Block, hat man schon die Adventure Time. So, und jetzt hört ihr was im Hintergrund, Leute. Und ich drehe mich mal um. Ups, was haben wir denn da? Ja, Leute, ich muss gestehen, ich habe viel, viel bluten müssen. Ich habe bestimmt gefühlt eine Stunde versucht, so einen beschissenen Villager-Zombie einzufangen. Und zwar in der extra dafür vorgesehenen Station da unten, die wir aufgebaut haben. Also, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es auch aufgezeichnet habe. Wenn, dann schneide ich das auf jeden Fall noch rein. Sah echt lustig aus. Ich bin da mit Angel und was weiß ich. Deswegen habe ich hier so viel Schnickschnack hier drin. Hab hier wirklich das ein oder andere Duell mir mit Monstern erlaubt. Und glaubt ihr, da war irgendwie ein so ein beschissener Zombie-Villager? Nee, der war da gar nicht. Also, es ist, glaube ich, einfacher, einen Zombie-Villager zu heilen, als jemand einzufangen. Ja. Durch Zufall, ich wollte gerade nach oben gehen und dachte so ein bisschen, naja, räumst du ein bisschen Kisten auf, dann höre ich hier sein Geschnatter hier und da dachte ich, geil, geile Chance, hier ist nirgendwo ein Creeper in der Nähe, also was machst du, sperrst du den ein, gab hier auch ein bisschen Verfolgungsjagd, wie man hier so sieht, ich habe die versucht ja immer so, einfach so hier Blöcke weggekloppt und irgendwie so einen Zaun versucht zu machen. Ja, aber das ist dann halt nicht, das ist immer ausgebüxt, naja, und letztendlich hatte ich ihn hier in die Ecke gedrängt und dann habe ich den ganz schnell provisorisch halt hier am Wasser, da wurde er dann immer da reingetrieben. Es war jetzt ein Glück, dass da ein Wasserfall ist. Und somit konnte ich hier den Zaun in aller Ruhe setzen. So, also das heißt, einen Villager haben wir schon. Und das ist definitiv ein Zombie-Villager. Der ist infiziert worden. Erkennt man, der ist richtig sauer. Der würde einen auch jetzt sofort angreifen. Deswegen habe ich hier einen Zaun drum gemacht. Wer sich jetzt fragt, warum doppelten Zaun? Ja, weil, Leute, ich gehe auch noch mal sicher. Weil hier kannst du garantiert nicht raufspringen. Und selbst die kleinen Zombies, die würden das nicht schaffen, hier irgendwie ja rüber zu springen oder so. Das würde nicht gehen. So, also würde ich sagen, werden wir in dieser Folge ein bisschen produktiv. Wir werden den jetzt heilen. Ab's nach oben. Wir schnappen uns jetzt einen Goldapfel und werden jetzt den Trank machen der Schwäche. Und dann sollten wir den eigentlich in dieser Folge heilen können. So, dann brauchen wir noch einen zweiten. Den finden wir auch noch. Davon gehe ich stark aus und dann haben wir das Problem mit den Villagern endlich erledigt. Also das heißt, es ist schon mal nicht schlecht, weil dann haben wir wirklich wieder so ein paar Erfolge, wo ich sagte, Mensch, dann lohnt sich das, ja. So, dann wollen wir mal gucken, den Trank der Schwäche, den haben wir noch nicht. Also brauchen wir zuallererst mal kurz mal Pilz. Dann nehmen wir nämlich hier den braunen. Und dann brauchen wir Zucker. Zucker haben wir noch nicht, oder? Ist das hier oben schon drin? Nee, Zucker haben wir nicht, aber Zucker liegt hier rum. Massenweise. Dann werden wir mal kurz mal Zucker machen. Zack. Der Rest ist egal. So, und dann brauchen wir noch Spinnaugen. Die haben wir auch. So, dann machen wir jetzt... Ups, dann machen wir das mal als erstes. So, wie war das immer? Spinnaugen... Nee, zack, zack. Und Zucker. Fermentiertes Spinnauge, prima. Ja, das ist der Rest, der... Das ist es, ne? Ja. So, dann brauchen wir... Trank der Stärke ist hier noch drin, ne? Braucht einer Trank der Stärke? Wir haben jetzt nochmal. So, packen wir mal da rein, den Trank der Stärke. Der ist jetzt genau der gegenteilige Effekt als den, den wir wollen. Jetzt brauchen wir eine Wasserflasche. Wurftrank der Nachtsicht, uninteressant. Wie, wir haben jetzt... Glasflasche hier. Haben wir doch, haben wir doch. So, da mache ich auch gleich ein paar Mal fertig. Was wir haben, haben wir. Oh Gott, sieht das hier wüst schon wieder aus. Wieso schmeißt er die jetzt weg? Weil... Ach, Manno. So, haben wir sie. Wir holen uns gleich den Diorit. Ja, das ist hier alles... So, Wasserflasche wirkungslos. Und jetzt weiß ich es nicht genau. Ich glaube, man kann es auch so machen, oder? Ja, das macht er auch so, nur mit dem Auge. Ich glaube, man braucht gar keine Nether Wards. Naja, weiß ich nicht. So, jetzt holen wir uns mal schnell den Diorit hier raus.
Leute, ich schmeiß das jetzt erstmal irgendwo in eine Kiste rein. Guck mal, da sind ja Kisten. Ich will mal kurz das Inventory mal ein bisschen freiräumen, auch wenn das jetzt hier ein bisschen wüst aussieht. Das brauchen wir gleich, weil ich will hier mal, ich mach das eh aufräumen. Ich räume das eh auf, versprochen, mache ich auf jeden Fall noch. Sollten wir hinkriegen. So, jetzt ist es erstmal ein bisschen leerer. Das war ja wirklich furchtbar. Eisenspitzhacke mit Silk Touch drauf. Naja, die packen wir dann halt woanders hin. Hier ist ja auch noch Platz. Da mietst sogar die Katze. So. Okay. So, sieht doch gut aus. Haben wir wieder schön Platz geschaffen. Davon brauche ich jetzt einen. Hier lang. So, okay. Wo ist der Trank hier? Jetzt folgendes. Wir haben Trank der Schwäche. Das ist gut. Und den wollen wir noch als Wurftrank machen. Also kloppen wir da eben auch nochmal Schwarzpulver oben rein. Prima. Und dann brauchen wir einen goldenen Apfel. Den hatten wir ja schon hier in unserer... So ist er. Der Goldapfel. Den nehmen wir jetzt gleich mit. Und dann den Wurftrank mitnehmen. Sag mal, ist da etwa eine Kiste, an die wir jetzt rankommen? Ne, noch nicht. Da müssen wir noch einen Erfolg machen. So, ist er fertig hier? Wurftrank der Schwäche. Prima. So, dann geht's los. Freunde, jetzt geht's los. Haha, jetzt zeige ich euch, wie das geht. War ich ein Glück, aber ich bin ja selber schuld. Was habe ich das Idiot offen gelassen? Hätte ich dazu gelassen, dann hätten wir so viele Villager gehabt. Jetzt müssen wir die ganzen Villager quasi normal uns ranholen. Bin froh, dass es die Möglichkeit gibt, Zombie-Villager wieder zu heilen. Du Arsch! Das gibt's doch nicht! Villager! Hat der meinen Villager erschossen? Diese Kannibalen! Das Kopf gegen die Wand. Das darf doch nicht wahr sein. Das hat so lange gedauert. Scheiße. Ey, was kann man hier für ein Pech haben, Leute? Was kann man für ein Pech haben? Wirklich. Das ist Pech hoch 3. Das ist wirklich Pech hoch 3. Der kann hier unmöglich despawned sein. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, Leute. Was ist in Captive 4 los, ey? Was ist hier in Captive 4 los? Was für ein fucking Pech, ey. Das ist echt... Boah, ey. What the fuck? Jetzt muss ich diesen ganzen Scheiß hier normal machen. Jetzt habe ich natürlich wieder keine Axt bei. Oh, nee, Leute, ey. Das darf nicht wahr sein. Es darf echt nicht wahr sein. Ja, ja, Schadenfreude ist die beste Freude, ne? Ja, ja, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein werfen, Leute. Falls es jetzt blöde Kommentare gibt oder so. Komm, was ist passiert? Ist er despawned oder was? Hätte ich ihm Nametag geben sollen oder... Oh nein, ey, wegen 5 Minuten oder was? Trankbrauen? Ey, ätzend, ey. Das ist so schwierig, diese Viecher einzusperren, aber... Oh. Nein, ey. Was würde ich mir jetzt so ein Ei wünschen, ja? So ein Spawn-Ei mit so einem scheiß Villager-Zombies, ey. So, also es sind wieder zwei Ausgangssituationen wie vor der Folge. Außer, dass wir jetzt das eine Achievement fertig haben, mit denen finde alle Biome. Aber das war ja auch nur durch Zufall gewesen, also... Ja, also, gleiches Spiel normal. Wieder Zombie-Villager suchen kann wieder, weiß ich, 4-5 Stunden dauern, bis wir den eingesperrt haben. Ich möchte echt zu gern wissen, ich lasse jetzt den Trank und den Apfel mal im Inventar. Nicht, dass wir das gleiche Problem normal haben. Aber wenn es das Skelett gewesen ist, ja, dann haben wir diesen alten Kannibale, diesen Knochenmann, jetzt so weggeknüppelt. Alter, aber das ist ja wirklich gemein, ey. Das ist jetzt wirklich gemein gewesen. Ich habe mich jetzt so gefreut. Ich dachte, geil, hast du den ersten, komm, dann holst du dir auch noch einen zweiten, dann lässt du sie Kinder machen und dann baust du dir ein künstliches Dorf auf und dann hast du das Problem gelöst. Nein, die spawnt das Ding oder sonstiges. Es ist doch echt wieder zum Kotzen hier. Entschuldigung, ist aber so. Scheiße. So, na, wir gucken uns trotzdem nochmal unten jetzt gleich mal den Spaß an. Ich nehme auch wieder hier die Netherracks mit. Ja, wir hätten auch noch eine andere Sache, die offen ist. Wir brauchen noch die Wither-Schädel. Und ich wollte ja eh noch mal den Nether auseinandernehmen. Das haben wir ja auch noch nicht gemacht. Da müsste ich mich erst noch mal ein bisschen besser ausrüsten. Übrigens, wir spielen hier Captive fast die ganze Zeit ohne Rüstung. Ach, da oben ist noch Eisen, sehe ich gerade.
Das ist also auch so ein Ding. So. Das eben nochmal mitgenommen hier, mal dreimal Eisen. Ja, schöne Scheiße. Richtig scheiße. Ja, hier, guck, alles da. Und dann kommt so eine Kacke da. Naja. Ah, Kinders. Ja, ich kann euch mal zeigen, wie das jetzt aussieht. Ja. Hier haben wir ja das Ganze, wie gesagt, gemacht. Ihr seht, also ist total durchlöchert. Nein! Der Spaß. Was macht ihr denn da? Ja, und jetzt meine Level wegnehmen. Vergisst es. So, ich zeig euch das mal eben. Machen wir mal auf Peaceful. So, und zwar folgendes. Ich hatte hier, na klar, erstmal so, dass man hier in Deckung gehen kann. Dann hatte ich angefangen, die Überlegung. Naja, dann baust du hier halt so einen kleinen Tunnel, weil die sind ja so doof und die folgen einen ja. Dann habe ich überlegt, komm, dann machst du dann hier ganz schnell so Blöcke hinsetzen oder einen Zaun oder so. Dann kommen die ja nicht mehr raus, ne? Habe ich halt versucht, aber in dem Moment kam halt keine. Dann habe ich gesagt, komm, machst du es mal großflächiger. Ne? So, dann bin ich dann, halt dann hierher gelockt, dann hatte ich auch ein paar gehabt. Dann bin ich hier reingerannt, die mir hinterher. Dann bin ich hier rausgerannt, hab hier das Tor zugemacht. Und dann waren die dann da drin. Und dann habe ich sie ja ausgetrickst. Ja, aber das Problem war, und darum sind das hier so geflickt aus, dass natürlich auch Creeper da waren. Und naja, ja, Creeper, alles weggefetzt, deswegen auch hier so eine Ecke drin. Ja, also ich sag euch, ich habe hier richtig Abenteuer erlebt und hier oben die Decke, alles Creeper explodiert und da war richtig Krieg gewesen. Ja, deswegen könnt ihr jetzt meine Enttäuschung so ein bisschen verstehen vielleicht. Das war echt kacke gewesen. Ja, keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Müssen wir mal gucken. Ich werde auf jeden Fall oben noch aufräumen und werde die ganzen Kisten dort mal ein bisschen sortieren, weil da ist jetzt wirklich Kraut und Rüben. Und sollte ich an der Oberfläche oder auch hier noch einen Zombie-Villager erwischen, dann werde ich den selbstverständlich einsperren und ich werde versuchen, auch alles, wie gesagt, hier aufzuzeichnen, soweit es mir möglich ist. Also auf der Festplatte ist jetzt bald wieder Platz, da ich jetzt auch wieder rendern werde jetzt hier, sodass da wirklich alles frei ist. Und dann kann ich ja nebenbei immer mal aufzeichnen und wenn was Sensationelles passiert, schalte ich euch dann quasi wieder ein. Ja, ist scheiße gelaufen, habe ich mir jetzt auch ein bisschen anders vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Okay, hier ist jetzt nichts weiter, mal sehen, wie es oben aussieht. Und ja, gut, kann man nichts machen. Man kann nicht immer Glück haben. Manchmal hat man halt auch Pech. Und nun ja. Scheiße. Was ist das da hinten? Creeper. Ach, guck mal hier, da kommen jetzt normale Zombies an. Aber die gehen mich jetzt nichts an. Also da flüchte ich einfach. Die sind mir ehrlich gesagt momentan völlig egal. Ja, also heißt es aufräumen, Kisten, wir haben wieder ordentlich Chaos angestellt, wir brauchen eh noch jede Menge Zuckerrohr, wir brauchen noch einiges, ich wollte ja auch mal die Kürbisse anpflanzen und wollte hier den ganzen Kram mal so ein bisschen hier noch Bücherregale machen, hier ist auch noch ein bisschen was zu tun, hier ist noch ein bisschen was zu tun, dass wieder einiges passiert. Ja, so werde ich mich dann weiter vorarbeiten, ein bisschen was machen, dass wir auch was zum Traden haben. Hier zum Beispiel Zuckerrohr, das sind so eine ja, Farmarbeiten, nenne ich das jetzt mal. Hier muss auch neu angepflanzt werden. Na, Mieze, ne? Das können wir machen, aber eins können wir... Ah ne, wir haben ja noch nicht mal einen Amboss, Leute, sonst hätte ich jetzt einen Name-Tag gegeben und hätte ich gesagt, komm, dann machen wir das. Hier ist übrigens noch, das können wir mal mitnehmen. Das schadet nicht. So, noch mal ein bisschen Eisen mitgenommen. So, okay. Können wir das schon mal am wenigsten schmelzen? Vielleicht klappt ja wenigstens das. Ja, noch mal 11 Mal dazugekommen, cool. Ah, Leute, was macht man hier mit, ne? Was macht man hier mit? Na gut, dann haben wir mal eine Folge, die nur eine Viertelstunde lang ist. Aber ist ja nicht weiter dramatisch. Ich mache an dieser Stelle hier auf jeden Fall einen Cut. Werde hier alles mal ein bisschen hübscher machen. Schaut euch das nochmal an. Später sieht es garantiert ein bisschen anders aus und ja, bis dahin. Tschüss.